Soweit, also das Schlimmste habe ich hinter mir, aber hier sind noch einige Gegner, die einem ganz schön auf die Nüsse gehen können. Und wir legen gleich los. Indem ich jetzt zum Beispiel. Na, da sehe ich ihn nicht mehr. Indem ich nämlich hierher laufe. So, jetzt kann ich die alle sehen hier. Ich möchte aber den hier direkt vor meiner Nase bitte weghaben. Das solltest du ja wohl jetzt wohl machen, weil er direkt vor dir steht. Ja, also. Und ich habe mich auch in den letzten Videos immer wieder in ziemlich üble Situationen hineinmanövriert. Machen wir den noch weg. Zack. So. Jetzt kommt der Dicke. Unser Max-Soldat. Na, kommst du wohl. Das machen wir mit dem Kinetic Strike. So, und dann schießen wir noch auf den hier. So, und jetzt hatten wir noch einen. Hier war noch irgendwo ein Floater. Oder zwei. Ein oder zwei Stück waren hier noch. Da ist er doch. Dann halten wir mal drauf. Das reicht leider nicht. Schade. Aber ich habe ja noch einen Heavy. Stellen wir mal daneben. Und hoffentlich trifft er jetzt. Das sieht gut aus. Und das war's. Einsatzziele erreicht. Ey, Leute. Folgende Sache. Ich bin jetzt ja eigentlich fast so weit, dass ich das Let's Play beenden könnte. Ich muss jetzt im Endeffekt nur noch abwarten, bis der Psi-Test durch ist. Und dann kann ich das Tempelschiff angreifen. Also sofern Mary Scott im Psionisch begabt ist. Keinerlei Verluste. Beeindruckende Arbeit. Und zum Glück kein Verletzter. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So. Einsatzleitung. So, wann ist der Psi-Test durch? In 6 Tagen erst. Das ist natürlich bitter. Gucken wir mal weiter. Weitermachen. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Hangar. Schiffsliste ansehen. Waffe ändern. EMP-Kanone. Und dann schicken wir den runter zu seinem letzten Aufenthaltsort. Und der Ratsbericht ist auch gleich so weiter. Machen wir das mal ins Ende. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ja. Ratsansätze ausgeführt. 1. UFOs abgeschossen. 2. Terroreinsätze gestoppt und so weiter und so fort. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Wir haben da vielleicht etwas, Commander. Na? Gucken wir mal. Ich hoffe, sie ist psionisch begabt. Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir es uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird, und erschafften etwas Außerordentliches. Na, also, sehr schön. Okay, folgende Sache. Das ist absolut zufallsbedingt, ob unsere Soldaten Psi-bedingt sind oder nicht. Es kann auch durchaus passieren, wenn wir Pech haben, dass wir die ganze Kaserne durchtesten und nicht ein einziger davon begabt ist. Kommt vor. Dafür gibt es in diesem Add-in eine storybasierte Missionenreihe. Die erste Mission haben wir schon gespielt. Ich werde euch die, wenn die nächste Mission dieser Story-Reihe kommt, das verlinken. Ich möchte die Story-Reihe gerne komplett durchspielen. Theoretisch könnten wir jetzt Mary Scott sofort in die Golob-Kammer schicken und das Let's Play damit beenden. Weil wenn wir sie in die Golob-Kammer schicken, können wir nur das Tempelschiff angreifen. Fertig. Ich würde aber gerne
noch die, die Story-Missionen spielen. Weil ich die noch nicht komplett, diese Dreierreihe noch nicht komplett durchgespielt habe. Die kommen nämlich alle erst recht spät. Wir haben ganz zu Anfang, relativ zu Anfang, eine Mission gespielt für den Rat. Da haben wir einen Exalt-Kämpfer gefunden. Das war noch vor dem ersten richtigen Auftreten von Exalt. Das ist die erste Mission quasi. Die Befragung von diesem Mongo ergibt dann eine weitere Mission. Und wenn wir die gemacht haben, gibt es einen Monat später die dritte aus diesem Arc, aus diesem Story-Arc, ja, aus diesem Storybogen. Das sollte ursprünglich ein DLC werden, wie Slingshot. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Aber das würde ich eigentlich gerne noch spielen. Wenn wir jetzt mal gucken, wir können theoretisch in 8 Tagen die Golob-Kammer nutzen. Und, dann wären wir durch. Hangar. Kurz gucken. 8 Stunden noch zum Umrüsten. Okay, das machen wir nochmal eben. Und dann schicken wir den weg. Und zwar hier runter nach Asien. Und dann hauen wir den weg. Und den weg. So, jetzt sind alle Ravens aussortiert. Und wir haben nur noch die Demons. Also lassen wir noch weiter in Zeit vergehen und gucken mal, was als nächstes passiert. Obwohl ich kann eigentlich... Haben wir keine ethische Verpflichtung, diese Soldaten vor den Veränderungen, dauerhaften Veränderungen, die sie erwarten, zu warnen? Noch ein paar Sachen in der Gießerei bauen, ne? Eigentlich. Tarnsatelliten. Ja, machen wir erstmal das. Dann kaufen wir nochmal eine Psi-Rüstung. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Können wir noch irgendwas forschen? Jede Hilfe hier unten froh. Das wird in die Geschichte eingehen. Es ist das Ende einer Ära für... Halt die Fresse. Also lassen wir noch ein wenig Zeit vergehen und gucken mal, was als nächstes so passiert. So, neue Projekte. Gießerei. Kann auch ein bisschen was machen, ne? Ich könnte natürlich auch einfach nochmal ins Genlabor gehen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich das mache, dann kommen irgendwelche Missionen dazu, in denen wir die Leute eigentlich brauchen. Drei Tage. Ich schicke die ausgewählten Freiwilligen sofort zur Vorbereitung auf den Eingriff. Ja. Hier geht eine Übertragung ein, Commander. Raten Sie mal von wem. Ja, von wem wohl? Ah, das ist die zweite Story-Mission, Sintflut. Ich werde euch unten den ersten Teil verlinken, die erste Mission, dann könnt ihr euch das nochmal zusammen angucken. Auf geht's. Und natürlich jetzt direkt ohne unseren, ne? Dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, Colonel Scott müssen wir noch ihm die Psi-Fähigkeit geben. Und dann können wir sie nochmal eben individualisieren und ihr eine hübschere Rüstung geben. Oh, die Achter hier. Das ist schon ganz okay. Okay. Wen haben wir jetzt als Alternative für Colonel Gao? Hao Gao. Ja, sollen wir rechts, dann nehmen wir Hao Gao mit. Ist okay. Was heißt, sie hat jetzt die Erzengel-Rüstung. Was bringt mir dann nochmal die Psi-Rüstung? Gucken, Bewaffnung. Psi-Angriff und Psi-Verteidigung. Die hätte sie 123. Gesundheitsbonus plus 6. Was bringt mir die hier? Gesundheitsbonus plus 8. Die ist eigentlich besser. Wir belassen es erstmal bei dieser Rüstung. Okay. Warum hast du nur eine Tasche? Wo ist dein Scope? So. Geht doch.
Alles klar, starten wir den Einsatz. Schaffen werden wir den nicht mehr, diesen Part. Aber ich kann ja schon mal beginnen. Strike One, bereit machen zur Landung. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Ja. Anscheinend geriet der Transport unter Beschuss, als er versuchte, den Damm zu überqueren. Den Zerstörungen nach müssen die Aliens das gesamte Gebiet unter Feuer genommen haben, um den Lastwagen aufzuhalten. Wenn sie das Ding so unbedingt haben wollen, wage ich gar nicht daran zu denken, was sie noch alles schicken könnten, um ihn zu kriegen. Der Damm ist übel zugerichtet. Wir müssen schnell handeln, wenn wir ihnen zuvorkommen und uns den Lastwagen sichern wollen. Ja, und zwar können wir diese Ventile hier öffnen, um unsere verbleibenden Rundenzahlen zu vergrößern. Mary Scott, du hebst erstmal wieder ab. So, und wir haben hier den verbesserten Flug. Zumanda, du kommst mal hier hinten hin. Dein Job wird es sein, auf der oberen Seite die Ventile zu öffnen. Und du turnst hier unten lang. Und dann schicke ich oben und unten jeweils einen Heavy mit. Und der Dicke geht in der Mitte. So, wer ist das hier? Haugau. Okay. Ja, du folgst mal hier lang. Und du hier oben hin begleitest Xumanda. Okay, alle Mann Feldposten. Dann sind die Aliens einmal dran. Und dann sind wir auch schon durch für diesen Part. Nichts zu sehen, okay. Achso, ja genau, ich wollte Schluss machen, weil die Zeit schon wieder fast um ist. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within. Bis dann.